Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist offensichtlich Zeit für ein Fanpaket. Und dieses Fanpaket hat außen schon einige nette Botschaften. Grüße aus Altena. Ich habe erst Altona gedacht, aber ist es nicht. Mit Liebe verpackt. Silent Mike, also für mich. Ja. Hat lang gedauert, nun ist es da. Ja. So lange hat es auch nicht gedauert. Dann nochmal Silent Mike Design mit einem Herzchen. Das, ja, du bist der Beste, bitte mach weiter so. Ich werde mich bemühen. Ich bemühe mich. Warum habe ich die Schere in der Hand, wenn ich das Messer brauche? Hm? Fängt schon gut an. Was haben wir hier oben noch drauf? Bitte vorsichtig öffnen, wäre videowürdig. Okay, dann machen wir das doch auch mal. Vorsichtig öffnen. Schön mit Panzertape zugeklebt, das muss so sein. Und ihr wisst ja, vorsichtig öffnen funktioniert so, man hebt das so ein bisschen an und schneidet nicht zu tief. Na, dann macht man auch nichts kaputt. Weil kaputt machen ist nicht gut. Oh je. Ich hätte schon Angst. Oben drauf liegt auf jeden Fall erstmal ein Briefchen, das ist schon mal fein. Bitte aufmerksam lesen, Umknuff. Was ist denn Umknuff? So, dass ich umkippe. Okay. So mit so. Knuffen ist ja normal so, ne, schlagen und so. Aber wenn das so heftig ist, dass ich da umkipp, weiß ich nicht. Ich habe alles hygienisch eingepackt mit Handschuhen. Ach so, ja, okay. Du darfst also ungeniert genießen. Es ist sogar zugeklebt. Ich könnte jetzt meinen Brieföffner nehmen, aber den hat man ja nur so. Den braucht man ja, den hat man ja nie handgriffbereit, wenn man, also ich hätte ihn sogar griffbereit, aber so. Das Briefchen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlüpfrig. Habe ich lange nicht gesagt, ne? In den Fanpaketen. Habe ich lange nicht gesagt. Die Briefe waren auch immer nicht sehr schlüpfrig, wenn überhaupt welche dabei waren. Lieber Michael, Herr Silent Mike XD, also Grinz. ich sagte ja, dass ich dir zeitnah ein Paket sende. Hier drin findest du nette Kleinigkeiten etc. Das Paket ist videowürdig. Das denke ich doch. Das orangene Paket mit der fetten Glitzerschleife bitte zum Schluss aufmachen. Okay, ansonsten kannst du, wie du magst, öffnen. Hinweise zum Öffnen liefern die Tesastreifen. Das Paket ist weich, extra für dich. Und das Füllmaterial für Kissen und Stofftiere. Ja, deine Shiva. Mehr lese ich hier nicht vor. Oh je. Ach Gott. Ich trau mich nicht, weil diese Füllwatte, ne, das habe ich gleich überall. Überall. Deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und ich hole mir mal einen kleinen Karton, damit ich das irgendwie wegpacken kann, damit uns das hier nicht stresst, weil das ist sonst überall. Das geht so nicht. So, jetzt habe ich was zum Umfüllen. Und das mache ich jetzt auch. Ich fülle jetzt mal um. Füllen wir doch mal um. So Kissenfilmwatte. Aber du weißt schon, dass ich die Kissen, die ich so mache, nicht selber befülle, ne? So, ich glaube, das ist erstmal der erste Schwung. Ich packe das mal beiseite. Brauchen wir vielleicht gleich nochmal wieder. Da ist nämlich noch mehr drin. So, das Paket soll ich zum Schluss aufmachen, habe sie gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ihr merkt das vielleicht nicht, aber ich bin äußerst gespannt. Also so richtig, ja, weil da sind viele Kleinigkeiten drin, glaube ich. Viele Sachen, die hier mit Handschuhen verpackt wurden. Hättest du aber nicht mit Handschuhen verpacken müssen. Also, na, es sei denn, du bist in Karene gerade, dann wäre das vielleicht sinnvoll. Oh, du meinst das gut mit mir, ja? Also mit dem leiblichen Wohl, denn das ist eine kleine Minitüte Hitchlers, Hitchies. Ihr wisst, dass ich die liebe. Ne? Die sind immer super geil. Aber ich beiße mir dann immer, wenn ich die esse, beiße ich mir immer auf die Innenseite der Lippe, also des Mundes, ja, und habe dann wochenlang so eine Stelle, wo man immer wieder drauf rumkaut. Kennt ihr das? Das ist richtig fiese Möb. Aber ich liebe die Dinger trotzdem und nehme das gerne in Kauf. Dankeschön, da freue ich mich schon mal. So, was haben wir hier? Watte. Das könnte ein längeres Video werden. Jawohl, sie hat das alles wirklich akribisch klein verpackt. Was haben wir denn hier Schönes? Sollten das vielleicht? Ich habe was blitzern sehen. Nein, ich dachte im ersten Moment, das wäre jetzt Mon Cherie mit der Pire Mundkirsche. Aber das ist auch schön, denn das ist Eiskonfekt.
Und Eiskonfekt ist auch fein. Wir haben hier dreimal Eiskonfekt und zwar das eine, das runtergefallen ist, das andere, das von Moritz ist und das dritte ist auch von Moritz. Ja, und das erste auch. Es ist noch runtergefallen. Ja, auch das finde ich schön. Mmh, yummy. Du sollst doch sowas nicht. Ich nasche immer schon so viel und ich bin schon so dick. Ja. Und wenn ich dann jetzt noch mehr nasche, vor allen Dingen, das Ding ist halt, ihr denkt dann immer so, ja komm, das hält ewig, wenn er das dann kriegt. Ne? Mm-mm, ich bin da maßlos. Wenn was da ist, kann ich nicht und muss es essen. Es ist wirklich so. Abends, man ist dann gelangweilt und geht dann zum Kühlschrank und holt sich eine Tüte. Und die hält dann auch nicht lange. Ich kann da nicht anders. Das ist einfach so, da bin ich willensschwach. Andere sind Raucher. Ich kann halt nicht gegen an, wenn es irgendwas Süßes gibt. Und wenn was da ist. Ich komme gut damit klar, wenn ich nichts kaufe. Dann habe ich zwar manchmal so einen Janker und gehe da mal los oder so. Aber generell komme ich da relativ gut drauf klar. Was haben wir hier drin? Das muss ich alles aufbewahren. Das sind Mumien. Eine Mumie. Als sozusagen Hörriegel. Noch eine Mumie. Ja. Noch eine Mumie. Und ratet mal, der vierte. Hey, ist auch eine Mumie. Mumien sind los. So, dann haben wir noch ein bisschen Watte. Ich mach mal mit der Watte weg. So. Ich glaube, der Karton wird gar nicht reichen für die Watte. Oh Gottes Willen. Ich hoffe, ich verliere hier nichts jetzt beim Watte umschubse. So, ich hole einfach mal so ein paar Sachen raus. Komm, wir machen mal so ein paar Sachen raus. Oh Gott. Oh, das ist so viel. Oh, das klingt höchst interessant. Das klingt auch höchst interessant. Das lassen wir auch noch mal drin. Dann nehmen wir jetzt. Komm, ich habe diese Watte. Warum tust du mir das an? Ist Absicht, ne? Damit ich so ein bisschen am Leiden bin hier. Da ist noch so viel drin. Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen bei Spielen mit Watte und Silent Mike. Na, was könnte das sein? Vielleicht sind es die Amphetamine. Keine Ahnung. Nein, es sind süße kleine Zuckerperlen. Zuckerperlen. Hier ist noch so viel Watte. Warte. Warte mit der Watte. So, Zuckerperlen in einem Schnullerding. Was soll mir das sagen? Was? Ist noch mehr Watte. Mag ich aber auch, natürlich. Es gibt relativ wenig, was ich so nicht so, also, ja. Ja, ich bin da, was soll ich sagen? Was haben wir denn hier drin? Ich bin total neugierig, was sie hier noch alles reingepackt hat. Mit Handschuhen. Weißt du? Mit Liebe und Handschuhen verpackt. Oh, das ist, Ahoi. Einmal richtig rum, einmal falsch rum, damit ihr es auch richtig sehen könnt. Wird's scharf? Ja, ich glaube schon. Ahoi Brause-Dinger und richtig geile Dinger. Die sind auch richtig, richtig lecker. Warum ist denn so grün von innen? Nein, die sind auch richtig lecker. So Ahoi Bonbons. Das sind so schöne Sachen. Dann machen wir mal die nächste kleine. Ups. Alles hier so in. Hast du einen Zauberer ausgeraubt wegen dieser ganzen bunten Farben hier? Kann ja auch nicht sein. Center Shocks, ja. Center Shocks. Dreimal. Center Shock. Keiner ausgelaufen? Nee. Ja. Scharfe Kaugummis. Auch schön. Kaugummis sind jetzt nicht ganz so mein Favorite, muss ich sagen. Ich bin eher jemand, der nicht unbedingt. Ich finde das auch dieses auf Dauer ziemlich ermüdend und anstrengend. Guck mal hier, was sie da reingepackt hat. Na, also zweimal hier die Bällchen, na, und hier einmal das Stängeli. Na, ist die Platzierung vielleicht etwas merkwürdig? Nein, das gehört so. Das hat sie auch so eingepackt. Bin ich überzeugt von. Na, meinst du nicht? Nein, keine Ahnung. Liebe ich natürlich. Rocher. Ich weiß, Rocher. 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 Zweimal Rocher. Na, Rocher. Geil, liebe ich. Rocher liebe ich wirklich. Und hier einmal die Karamellverführung. Ich weiß schon, das war richtig platziert. Gib's zu. So, dann haben wir hier ein bisschen was Größeres, was auf jeden Fall garantiert toll ist. Mhm. Weil es sind Kassetten und Kassetten sind immer toll. Ich weiß nicht genau, was es ist, doch sie hatte mir, glaube ich, was gezeigt und hatte gesagt, hier, da ein paar davon
Also wir haben hier Wir haben hier einmal Captain Baloo und seine Crew. Oh. Ja. Disney, das sind immer so Mitschnitte im Prinzip von den Folgen gewesen. Dann fantastisch, ich bin ein großer Fan von Europa-Hörspielen und dementsprechend ist das natürlich super, super toll. Das ist ein ganz altes. Ja, sogar noch damals. Guck mal, das waren so mit die ersten Hörspielkassetten damals. Die schwarzen Kassetten mit den gelben Schrift, also gelben Aufklebern. Das heißt, das ist richtig alt. Das ist mal so richtig alt. Bert Brack. Cool, das ist also Carsten Bohn mit der Musik. Da freue ich mich sehr drauf. Also da habe ich richtig Bock, das zu hören. Europa-Hörspiele sind für mich das A und O. Es gibt kein besseres Label oder gab kein besseres Label in den alten Zeiten. Und dementsprechend ist das für mich auf jeden Fall was ich absolut abfeiere. Dann haben wir hier noch einmal Peter Pan. Der Pederle, der nicht erwachsen werden wollte. Ne? So wie ich. Und dann haben wir hier noch einmal Bambi. Oh, das ist so traurig. Du so traurig, Bambi ist so traurig. Bambi, ist das nicht so ein Kurzfilm eigentlich? Ich meine, der war so 60, 65 Minuten lang oder so, ne? Kriegst du gut auf so eine Hörspielkassette. Freue ich mich drüber, vielen Dank, da will ich auf jeden Fall reinhören. Und das hier ist absolut, das ist meisterlich. Das ist richtig, richtig geil. Ja, ach schön, schöne Sachen. Ich freue mich wirklich. Also ich bin wirklich, ich muss hier mal so ein paar Sachen wieder rausholen, warte mal. Hallo. Seht ihr hier den Schwabbelarm? Was soll das denn? Ja, ich hab's da mit Excel. Ja, ich hab die Fettarme. Ja, es ist so lustig. Wir sind noch mehr Kassetten. Geil. So, dann haben wir noch ganz viel. Warte nur. Du meinst das nicht gut mit mir oder dem Kater. Das kann auch sein, dass du sagst, nee, das ist aber der. Nein, du meinst es natürlich sehr gut mit mir. Na, das ist natürlich für euch ein Unterhaltungsfaktor. Na, obwohl es dann natürlich ein bisschen Zeit kostet. Auch wenn da der Kater reinspringt, na, dann ist das alles im. Ja. Okay, wir machen mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich finde es total schön. Ich bin total geflasht gerade und habe hier voll Spaß dran, diese kleinen Paketchen auszupacken. Das hast du wunderbar gemacht. Das freut mich sehr. Das ist ja eine Liebeskette. Na, das ist so ein Kettchen, das kann man sich so um den Hals machen. Obwohl, wenn ich mir das um den Hals mache, dann ist das eher so ein Choker. Wisst ihr, was ich meine? Süß, ja, finde ich auch süß. Was ist das? Ein Lippenstift? Ich habe so die Größe eines Lippenstifts. Warum weiß ich das? Frag mich. Nein, es ist kein Lippenstift. Zum Glück nicht. Das hätte ich auch in Frage gestellt. Es sind Jogurette. Aber das ist nicht normale Jogurette, es sei denn, sie ist sehr alt. Nein, es ist. Ist so, dass die rosane Verpackung jetzt schon gelb geworden ist. Nein, es ist natürlich Mango-Jogurette. Mango, lecker. Ach, diese ganzen Süßigkeiten, du machst mich wahnsinnig. Das kannst du auch nicht machen. Am Ende bin ich wieder hier so, ne, und dann. Aber ich freue mich trotzdem. Es ist schön. Es ist schön. Was haben wir hier? Ein buntes Tütchen. Nimm's mir nicht übel, aber ich muss das aufreißen, sonst kommst du ja nicht ran an die Sachen. Gewaltsam öffnete er das Tütchen. Nur um die Süßigkeiten zu bekommen. Er kannte keine Gnade. Nein, ich kenne keine Gnade. So, wir haben zwei Eistee Pfirsichbonbons. Pfirsichbonbons, Eistee. Wir haben Emoji-Bonbons. Oder sind das, ist das vielleicht. Es könnte auch Traubenzucker sein. Emoji. Und Emoji. Ja. Heutzutage kommen sie nur noch da drüber. Und Schweizer Kräuterzucker, aber nicht von Ricola, sondern die andere Sorte von der Schweiz weg. Sehr schön. Finde ich auch schön. Dann haben wir noch so ein kleines. Und da ist noch mehr Watte. Watte. Er hat die Watte. Watte. Ganz viel Watte. Das? Ah. Da ist mir doch glatt die Schleckmuschel runtergefallen. Ja, Jungs, wenn ihr was zum Üben braucht, ich sag euch das. Schleckmuschel. Ihr werdet es nicht bereuen. Und dann haben wir hier noch, die waren garantiert irgendwo dabei. Das sind immer genau die Tütchen, die bei diesen Dingern dabei sind, wo dann so Figuren drin sind und Aufkleber. Kannst du mir nicht erzählen. 100 Pro. Ich weiß das. Ich kenne mich doch aus.
So, dann haben wir hier noch. Ich bin total begeistert. Ich finde das voll schön. Oh. Oh, hier kommen wir zu den dicken Belegen. Und zwar einmal Erdnussbutterriegel von der Knoppers weg. Na, Knoppers, kennt ihr? Erdnussriegel. Sehr lecker. Sehr lecker. Und Twix Salted Caramel für den besseren Geschmack. Obwohl, das ist eigentlich Beschiss, weil das Karamell ist gar nicht gesalzen. Das ist das ganz normale Karamell. Bei den Salted Caramels ist im Keks sind so einzelne Salzbrocken. Das ist ganz geil, aber mit Salted Caramel hat das nichts zu tun. Das ist eigentlich eine Lüge. Das ist eine Lüge. Und das linke Twix schmeckt übrigens auf jeden Fall erheblich besser als das rechte. Damit das auch ein für alle Mal geklärt ist. Glaubt ihr nicht? Probiert's aus. Noch mehr Hörspiele für den Mike. Wir haben... Ja, die haben einen Hauch. Die riechen voll nach Keller. Hast du die im Keller gelagert? Das ist krass. Donald's Neffen. Bestimmt ganz süß. Kenne ich so aber nicht. Na, also klar, ich kenne die Neffen, aber ich kenne das Hörspiel nicht. Dann das originale Dschungelbuch. Na? Also was heißt das Originale? Eigentlich ist das Originale ja ein Buch von Howard Rutland Kipling und deiner Mutter. Aber das hier ist auf jeden Fall... Was riechst du denn so? Was hast du denn da? Riecht komisch. Hast du da irgendwie Katzenminze dran oder so? Riecht ein bisschen nach Keller. Könnte auch Baldrian sein. Nimmst du Baldrian-Tropfen? Das ist auf jeden Fall das Dschungelbuch. Dann haben wir hier... Oh, das kenne ich gar nicht. Eine Kinderserie. Klaviklack. Die kleine Hexe Klaviklack. Das finde ich spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Das kenne ich nämlich überhaupt nicht. Das ist was, wo ich sage, oh, da musst du unbedingt reinhören. Von wann ist denn das? Das sieht auch relativ alt aus. Finde ich aber auch toll. Also das ist etwas, was ich gar nicht kenne und da habe ich auf jeden Fall Spaß dran. Also so Sachen, die für mich völlig neu sind. Okay, Stecki 401 landet auf der Erde. Entspannung und Konzentration durch Geschichten für Mädchen von 6 bis 12. Das passt ja, ich bin mindestens 6 bis 12. Mal wach in der Nacht zum Pinkeln gehen. So, was haben wir hier? Das haben wir noch. Wir haben noch das hier. Ich darf nichts verpassen. Hier unten ist nichts mehr drin. Dann haben wir noch das. Geh weg, du Wolle. Das haben wir noch. Das haben wir noch. Wir packen das alles aus, keine Sorge. Wir machen das. Dann haben wir hier noch so ein... Dann haben wir das noch. Ich hole jetzt einfach mal alles raus. Wir haben das noch. Es ist ja noch alles einzeln verpackt, von daher kann ja nichts passieren. Ja. Da ist noch mehr. Siehst du, ich sag doch, ich verpasse nachher noch Sachen. Das. Und das. Habe ich jetzt wirklich alles? Ja. Jetzt habe ich alles, dann kann ich das runterstellen. So, dann breiten wir uns hier mal aus. Ich darf jetzt auch nicht gucken, dass ich irgendwas verpasse, weil ich... So, wir machen mal... Seid ihr noch daran? Ja, schön. Dann machen wir hiermit weiter. Das sind bestimmt weitere Kassetten. Was haben wir denn hier? Da ist echt ein Zauberer ausgeraubt, ey. Guck dir das mal an, ja. Der arme Zauberer. Jetzt hat er gar nichts mehr. Wir haben Erklär mir die Indianer. Hans... Alles klar, okay. Erklär mir die Indianer. Darf man die noch so darstellen? Die sahen bestimmt ganz anders aus früher. Dann haben wir hier... Oh, Sesamstraße. Ich heiße Samson. Mit Tiffy und Fienchen. Ja, die Sesamstraße ist von Europa. Das kann auf jeden Fall interessant werden. Dann, oh, Folge 9, TKKG, Abenteuer im Ferienlager. Ohne Cover leider. Aber das, die Folge habe ich, glaube ich, auch schon. Und 2190, was? Ein und wie 2190? Das Nesthäkchen. Nesthäkchen im Kinderheim. Oh, das arme Nesthäkchen. Ist von Ariola. Da habe ich auch noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Das ist auch spannend. Nesthäkchen kenne ich natürlich das Buch. Und sah die so aus in der Zeichentrickserie, in der Kinderserie? Sah die nicht anders aus? Das ist wahrscheinlich schon das ältere Nesthäkchen. Ja? Nesthäkchen ist, wenn man nicht von zu Hause aus ziehen mag eigentlich. Und das Jüngste ist. Ja? Der Jüngste halt. Das junge, kleine Ding, das nicht wegkommt. Dann haben wir hier... Brause dir einen mit Ahoi Tütenbrause.
Siehst du, wie ich sie weggezaubert habe? Ja, nee, hast du nicht gesehen, ne? Die sind nämlich. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? So viele Süßigkeiten. Meine Güte. Wer soll das alles. Weißt du, weil ich muss doch am Ende und dann hier und. Wir haben. Was ist das denn? Die sind nochmal zusammengeklebt, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Geh ab. Muss doch gehen. So, wir haben einen Chupa Chup. Wir haben einen anders geschmacklichen Chupa Chup. Chupa Chups? Ich mag Chupa Chups. Und wir haben einen Taste the Gold. Chupa Chups. It's mouth-watering. Tropenfrucht. Es sieht ein bisschen aus. Klebt unten jetzt. Sieht ein bisschen aus wie ein Bierchen, ne? Habe ich hier ein. Das wäre natürlich geil. So ein. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Das wäre eigentlich ziemlich ekelhaft. Bah. So ein Lutscher mit Biergeschmack. Oh, nee. Aber hier, das klingt gut. Tropenfrucht. Den werde ich mir sicherlich auch einverleiben. Sowas kenne ich nicht, sowas mag ich. Fein. Dann machen wir hier mal weiter. Ich habe mal Watte gefunden. Oh, die mag ich auch super gerne. Vor allen Dingen auch, wenn die gar nicht in Lutscherform sind, sondern genau, so wie die hier. Diese Original-Bonschen. Ne? Wisst ihr, wie die gemacht werden? Ne? Das ist krass. Die werden dann so eingerollt und kleine Röllchen und dann wird das langgezogen. Das ist erst so eine dicke Rolle, ne? Wenn nicht noch dicker. Und dann wird die langgezogen und dann entsteht das. Das ist total geil, wie die hergestellt werden. Und die schmecken mega geil. Und da gibt es auch noch einen Lutscher zu. Lutscher. Ne? Kann man auch, gibt es sicherlich auch Firmen, wo man das selber machen kann. Habe ich auch schon gesehen. Ne? Kann man das dann selber machen. Mach doch mal selbst. Mach mal Bonbon selbst. Ne? Hätte ich auch mal Bock zu. Also so wenn es hier eine Firma in der Nähe gäbe, da würde ich gerne mal vorbeischauen mit einem schönen Video und dann so eine Folge machen, Silent Mike in Gefahr, wie er Bonschen dreht. Ne? Seht ihr mich noch? Ja. Wir haben die Nummer 19. Die fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Fünf Freunde sind super. Und wenn das jetzt... Es ist eine von den gelben Kassetten. Das heißt, also es ist eine relativ alte. Ne? Die gelben Kassetten waren so Mitte der 80er. Die schwarzen sind so in den 70ern entstanden. Aber irgendwas hat hier einen Hauch. Irgendwas. Keine Ahnung. Es riecht ein bisschen Keller. Hast du die echt im Keller aufbewahrt? Fünf Freunde auf geheimnisvollen Spuren. Da freue ich mich auch drauf. Vor allem, weil die Originalmusik ist. Ich habe die nämlich alle nur auf CD. Die fünf Freunde habe ich auf CD. Die ganz alten Folgen, bis auf eine oder so, habe ich halt nur auf CD. Und die auf Kassette zu hören aus den 80ern, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, weil da der Bert Brack bzw. der Carsten Boni Mucke drauf hat. Fünf Freunde auf neuen Abenteuern. Ach, das ist toll. Super toll. Ganz tolle Hörspielkassetten. Da freue ich mich richtig. Also, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen. Meine liebe Shiva. Weil das finde ich richtig schön. Oh. Was haben wir denn hier? Sesamsticks. Da kannst du richtig schön den Sesam in die Schreie stöpfen, so mit als Stick. Sind das reine Sesamsticks oder ist da auch noch was anderes dran? Knusprig gebackenes Gebäck mit. Knusprig gebackenes Snackgebäck. Snackgebäck. Mit Dingens. Ja, fein. Auch fein. Schön. Das ist auch schön. Ja. Weitere Kassetten. Und zwar, kenne ich auch gar nicht. Also, ich kenne natürlich Bussi Bär. Alter, wie alt ist das? 1981. Bussi Bär als Hörspiel. Habe ich noch nie gehört, bin ich gespannt. Ja, Bussi Bär kenne ich als Heft. Das war so ein Magazin, was man damals als Kind kaufen konnte. Habe ich nie gekauft. Aber konnte man. Bussi Bär auf dem Bauernhof. Die sieht schon ein bisschen neuer aus. Weil das so eine blaue ist. Die blauen Kassetten, die kamen meines Erachtens nach sehr viel später. Aber gut, heißt jetzt nicht viel. Freue ich mich auch drüber. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, was schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Haben hier noch irgendwas Schönes drin? Das ist irgendwas Größeres. Du bist echt der Wahnsinn. Dieses Paket wird auch schon wieder so ein mega langes Video, befürchte ich fast. Ne? Aber ihr habt das so gewollt. Was haben wir denn hier? Nicholas Evans Feuerspringer. Gelesen von Christoph Lindert. Das ist auch in Kassettenform, so wie es aussieht, ja. Das ist ein Hörbuch in Kassettenform. Alter, wie oft musst du da umdrehen? Ja, logischerweise, regelmäßig, ne? Alle 70 Minuten. Mindestens. Oder alle 40 Minuten, je nachdem, wie lang die Kassetten sind.
Der Sommer scheint sehr ruhig und romantisch zu beginnen für die New Yorkerin Julia Bishop. Sie beaufsichtigt eine Jugendgruppe in den Bergen von Montana und verliebt sich in Ed Tully, einen Musiker und Feuerspringer. Klingt ja faszinierend. Von Random House, BMG natürlich. Werde ich mir anhören? Bin ich gespannt. Freut mich. Das kenne ich auch noch gar nicht. Aber das war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, dass ich es kenne. Und dann haben wir hier... Oh, ein Kinderjoy. Glaube ich zumindest. Das ist zumindest irgendwas in der Art. Das ist ein Kinderjoy. Das ist zugeklebt. Warum ist das zugeklebt? Achso, weil er schon aufgegangen ist. War da nicht immer eine Seite mit Spielzeug? Oder ist das... Nee, das ist ohne Spielzeug, ne? Das hat kein Spielzeug, oder? Enthält Spielzeug. Aha. Aber wo? Ich geh weg. So, wo ist denn das Spielzeug? Das fühlt sich nicht an wie die... das ist ohne das Spielzeug, ne? Du hast mir nur die Seiten... Das habe ich mir nämlich fast gedacht, weil die Seiten passen nämlich auch gar nicht zusammen. Schaut mal, ja, wir haben hier einmal die Seite, ne? Und einmal die Seite. Da hast du... Das Spielzeug hast du behalten, ne? Ja, ja, das war ja wieder klar. Ich krieg nur das Zockerzeug. Ja gut, dann kann ich das auch schön beiseite packen, nicht? Das ist so witzig. Aber ohne Spielzeug bin ich ein bisschen traurig. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich da auch drüber. Das ist fein. Vor allen Dingen mit dem Spielzeug, da kann ich größtenteils auch gar nichts anfangen. Das ist Überraschungseier-Spielzeug, das landet bei mir dann meistens bei irgendwelchen Leuten, die Kinder haben, die eventuell Interesse und Spaß an solchen Sachen haben. Ich sammle da gar nichts mehr von. Auch alte Sachen, gar nicht mehr. Ich hatte mal das komplette Set von den Happy Hippos damals, von Star Wars noch. Das war schon einiges wert, das habe ich dann mal in eine Lootbox gepackt. Ich glaube, das ist in die Schweiz gegangen, in die Star Wars Box. Und da hat sich, glaube ich, jemand auch sehr drüber gefreut, weil die Dinger sind halt inzwischen echt rare. So, wir haben noch... Ich finde hier immer noch... wir haben hier noch mehr Kassetten. Was haben wir... Oh, geil, da freue ich mich auch richtig drüber. Der schwarze Abt von Edgar Wallace, da habe ich gar nichts von den Kassetten. Das freut mich auch richtig, weil das ist für mich dann wieder ganz was Neues. Die kenne ich auch noch gar nicht. Ja, und Europa ist halt, wie gesagt, mein Label. Da stehe ich drauf. Wiki, Folge 1. Hey, hey, Wiki, hey, Wiki, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Wiki, Kassette ist kaputt. Da. Na 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 na, Wiki. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Das ist Folge 3 von Biene Maya. Maya, Wiki, hallo. Ich hätte es fast Herr von Bödefeld gesagt, der gehört aber nicht zu. Dann haben wir, das ist auch eine interessante Art von Kassette hier, die ist so schmal. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Die gehört da, glaube ich, auch nicht rein. Das sieht nicht so aus, als wenn das die Originalhülle dafür ist. Wir haben noch eine... Also, wir haben in der Hülle von Biene Maya Folge 2, witzig ist, weil hier ist Biene Maya Folge 3, haben wir die Kassette von Pippi Langstrumpf. Und hier haben wir noch eine Pipi. Das heißt also, zu dieser Kassette hier, also zu dieser Hülle, gibt es gar keine... Ich kann das natürlich so machen, dann hast du nämlich Folge 3 mit Folge 2 der Hülle, aber pff, warum nicht? Dann weiß man zumindest, das ist die Biene Maya. Biene Maya. Und die Kassettenhülle ist kaputt. Kassettenhülle ist kaputt. Jetzt haben wir hier Folge 2, aber in Wirklichkeit ist es Folge 3. Und hier haben wir jetzt nochmal mehr Pipi. Das klingt irgendwie falsch. Wir haben Pipi geht von Bord. Pippi Langstrumpf. Kennt ihr noch, ne? Lang ist's her. So, das ist das Feuerspringer. Ich habe hier einen Riesenhaufen tolle Sachen. Und jetzt, lass los. Und ein Berg Zauberermaterialien. Der arme Zauberer, ich sag dir das. Der arme Zauberer. Und dann dieses Paket hier, das ich jetzt auspacken darf. Glaube ich zumindest, dass ich auspacken darf. Naja, immerhin. Ne, hält nicht gut, ne? Warum hält das nicht? Ich bleib einfach mal so. Hey, es ist ja nur mit 58 Streifen Tesa zugeklebt. Ich freue mich trotzdem. Egal was es ist. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist irgendwas, was ich zuletzt auspacken sollte. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich sehe auch noch nicht, was es ist, denn ich darf den Kopf ja nicht senken, sonst fällt hier mein Kopfschmuck runter. Es ist etwas in einer Box. Tickt nicht.
Keine Zeitbombe. Es ist aber nochmal zugeklebt. Ich muss jetzt... Nee, doch nicht. Es ist nicht zugeklebt. Es ist nochmal an dieser Watte. So, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es runtergefallen. Jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Oh, das ist was ganz Wunderbares. Da freue ich mich auch richtig, richtig derbe drüber. Denn, über sowas hatten wir schon mal gesprochen. Und, die Shiva, die baut nämlich Sachen. Und sie meinte, sie würde mir gerne etwas schicken. Und ich glaube, das wird das genau sein. Ja, geil. Das ist absolut fantastisch. Das ist ja der Oberhammer. Da freue ich mich auch richtig derbe drüber. Geil. Geil ist das cool. Hat das noch Funktion? Nein. Das ist natürlich mega geil. Das ist natürlich mega geil. Ich weiß nicht, wo links und wo rechts ist. Wo ist oben, wo ist unten? Wahrscheinlich so, ne? Ja, so. Das muss ich wahrscheinlich auch noch auf den weitesten... Das muss auf den weitesten Punkt. Das ist nämlich etwas ganz Fantastisches. Das ist nämlich eine... Ich sag's euch gleich. Ich hoffe, kriege es übers Gesicht. Ne? So, ob die Frisur unter der Cappy noch sitzt, kann ich jetzt leider nicht sehen. Ich hoffe, es ist so. Na, hier kann ich so ein bisschen durchgucken. Aber ich sehe es da nicht scharf, weil ich natürlich meine Brille nicht mehr auf habe. Meine normale Brille zumindest nicht. Aber das ist natürlich mega geil. Denn das ist der Beginn eines... eines alter Egos, einer weiteren Persönlichkeit, die euch in den Videos, vielleicht speziell um Halloween, na, vielleicht auch nicht, vielleicht eher zu Weihnachten, na, begrüßen wird immer wieder Professor Chaos mit seiner wunderbaren Techno-Brille. Ja, das ist Steampunk Live. Ich finde es wunderbar. Ich feiere das. Ich feiere es echt. Ich finde das super. Da freue ich mich richtig drüber. Das ist was richtig Cooles, obwohl ich weiß, dass ich die nicht lange aufsetzen werden kann, weil die ganz schön auf die Augen drückt. Aber man kann die ja auch so oberhalb der Cappy und so, ne? Das machen wir jetzt, glaube ich, gleich mal. Ich setze sie mal kurz um. Ungefähr so kann man das zum Beispiel machen. Na, natürlich auch super cool. Könnte vielleicht häufiger mal in den Videos passieren. Na, vielleicht mit einer anderen Cappy. Na, mit der Yps-Cappy oder so. Da passt das sogar noch zusammen. Ein wirklich wunderschönes Paket, meine Liebe. Das ist ganz, ganz großartig. Ein bisschen für Süßigkeiten, für meinen Geschmack. Na, aber ich freue mich ganz unheimlich über diese wunderbare Google. Na, also das ist etwas, was ich schon lange wollte, sowas Schönes. Und dann ist das auch noch nicht so eine von der Stange, sondern eine absolut selbstgemachte. Und das feiere ich sehr. Damit hast du mir einen ganz, ganz großen Gefallen getan. Ein wunderbares Geschenk, das ich sehr in Ehren erhalten werde. Da kannst du hundertprozentig sicher sein. Na, auch die Kassetten, da sind einige sehr schöne Dinger dabei. Da habe ich auch richtig, richtig viel Spaß dran. Und die Süßigkeiten natürlich, klar, das wird natürlich reingehauen. Früher oder später wird da nicht mehr viel von übrig sein. Eher früher als später. Ich danke dir recht, recht herzlich für dieses wunderbare Paket. Das ist wirklich ein Zauber, ein Traum und es wird sehr lang werden, weil ich die ganzen Sachen ja einzeln auspacken musste. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Lasst der Shiva auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Das hat sie sich absolut verdient. Na, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder anschaltet bei einem meiner nächsten Videos. Ne? Und meinetwegen lasst mir auch ein Abo da, falls ihr noch keins habt. Das kann man durchaus mal machen. Und einen Daumen nach oben, da würde ich mich auch sehr, sehr, sehr darüber freuen. Habe ich doch schon gesagt, der ist doch eh für Shiva, der Daumen. Was rede ich da? Die Benachrichtigungsglocke. Bimmelimmelim. Na, einfach mal drücken. Na, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Abo wäre aber wirklich toll. Habe ich schon gesagt, aber das sage ich gerne nochmal. Also lasst das, na, der Abo-Button, der freut sich. Und ich auch. Also wir freuen uns alle, wenn ihr da drauf drückt. Ihr bestimmt auch. Na, also... Shiva, was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert. Vielen, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Geschenk. Ich werde mich jetzt zum tausendsten Mal wiederholen, wenn ich weitermache. Deswegen mache ich aber Schluss an dieser Stelle. Macht es gut. Tschüss.